So, meine Freunde des Pokémon-Universums, herzlich willkommen zu der Gold-Randomizer-Nuzlocke mit dem lieben Funlife Games. Hallo! Und meiner bescheidenen Wenigkeit. Ja, Frauke rasiert hier eins nach den anderen Pokémon. Ob das in dieser Folge so bleibt und ob Funlife Games vielleicht nicht noch einen weiteren Devil-Counter bekommt, mal gucken. Wir dürfen gespannt sein. Hoffentlich sterben ein paar weniger Pokémon als im letzten Part, so vielleicht diesmal nur eins anstatt ja, zwei. Also bei mir fängt es schon mal gut an, wenn es mit so Pokémon weitergeht, denke ich, könnte das ziemlich einfach werden. Obwohl, ich weiß nicht, welcher Typ Sonnenkern ist. Ja, also gut. Ich meine, solange ich dich habe in meinem Team, dann passt das Ganze aber. Ja, hallo, du hast zwei Meganie, beschwer dich nicht. Ja, das andere ist aber gar nicht mehr so geil. Du bist so das einzig wahre Meganie. Ich bin das einzig wahre. Komm, hier, nochmal. LOL! Okay. Turbo-Tempo. Komm, vernichte Sneebel. Vor allen Dingen, guck mal, Sneebel war damals braun. Ja. Lass mich raten, Lettertanz ist vom Typ Feuer? Nee. Sieht aber verdammt viel ab. Oh, ich brauch sowas von den Peter. Kriegen wir den irgendwo? Ja, gegen rote Haut kriegt man den normalerweise, aber wenn das ein random Item ist. Oh, Blättertanz ging daneben. Oh nein. Dann trainieren wir weiter meine Pokémon. Tolga erreicht Level 17. Sehr nice, dass Tolga mittlerweile gleich auf demselben Level ist wie Frauke. Kann ich mir auch ein bisschen Tolga vormachen. So, gegen die Trainerin kann ich noch antreten. Mein Typ ist schwach, er kann mich nicht beschützen. Das hast du nicht nur ein Pokémon? LOL! 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 Er liegt vor Daniel! Er liegt vor Daniel mit seinem Nebulak! Oh, nice! Giftstachel. Ich wusste schon immer, ich grinse immer so fies, wenn ich ein Elite vor bin und hab dann auch noch einen Nebulak. Und dein Freund kann mich nicht beschützen, Daniel. Nein! Nein! Woher nimmst du dir diese Eier? Das ist Cheating! Okay. Ja, Kelly überrollt dieses Auge einfach. Bock. Ah, Bock, Bock. Heißt nicht Cobra umgekehrt. Ah, nice, find ich in dem Fall. Krieg auch. Oh, Elite vor Daniel. Vor allen Dingen, ich habe eine Geschlechtstransformation hinter mir. Ich habe mal einen Tweet auf Twitter gesehen. Da stand dann so 1996, are you a boy or a girl? Und dann gab es dann so ein Bild, 2015, are you a boy? Nein, wie konntest du mich sehen? Dann gab's so ein Bild. Ich dachte, jetzt kommt, ach, ich hatte schon mal eine Geschlechtstransformation hinter mir. Ja, und dann, und und dann stand da so, Transgender und ich musste so lachen. Ey, guck mal, hast dein Arbok rüber transferiert. Wait, das ist Level 2. Ja, es ist aber nur Level 2. Nein, Triplette geht daneben. Zornklinge. Was ist, wie ist es effektiv? Was? Das hat 7 KP abgezogen. Tolga. Der Verfolgung eingesetzt. Wenn man Wechsel predicted. Nee, nicht so. Fuck, warum war das? Hier, Zahltag. Hier, kriegst mal Geld, aber. Nee, ich krieg Geld. Ich brauch Geld. Stimmt, meine ich, ja. Aber du wirfst mit Geld, also theoretisch. Was passiert eigentlich, wenn ich zwei gleichzeitig angeguckt habe? Wow. Was ist mir nämlich passiert? Können wir es hier gleich? Dann kämpfst du direkt danach, was nicht so gut ist. Ah, das passiert jetzt nämlich. Oh. Nicht so effektiv, Elektro? Was ist das für ein Typ dann? Nein, warum ist Borschnabel vom Typ Wasser? Warte mal, hä? Elektro ist nicht effektiv? Müsste doch ein Pflanzetyp sein. Mach mal Rasierblatt. Haha. Rasieren. Nee. Hat irgendeinen Doppeltyp. Das ist ein Rich Boy. Rich Boy Scott. Knuddel. Oh, jetzt hat er auch eine Level. Jetzt hat er einen Knuddelluft. Das ist ein Job für den Oh nee, nicht Impagator. Wait, das macht ja gar nichts. Das ist ein Level 2 Pokémon. Komm, René, streck dich ein bisschen mehr an. Komm, hier Zahltag. Ich mach schon dein Lieblingshof. Nicht abgesagt. Nein, doch nicht abgesagt. Och, warum jetzt Donnerwelle? Matschbombe, geh daneben. Wunderbar. Machen wir nochmal Payday. Tolga befördert das Team auf ein neues Höchstniveau des Geldbetrags. Der hat eine Windhose eingesetzt. Bam. So, ein Vati. Ich werde jetzt
Soll ich auf Frauke zurückrufen? Soll ich auf Migi zurückrufen? Ich weiß, dass es sein stärkstes Pokémon ist. Ich rufe mal auf Migi zurück. Ich habe Migi persönlich fast noch gar nicht eingesetzt. Es ist ein ebenbürtiges Duell. Also zumindest... Aber auf jeden Fall. Was haben wir denn hier so? Klammergriff vom Typ Boden. Nein, es hat keine Wirkung. Es ist ein Flugtyp. Okay, und was ist Aquaknarre? Normal effektiv. Hm. Und es zieht... Es ist ein Flugtyp. Ich kann aber nur... Okay. Ich kann aber nur Flugattacken. Machen wir mal Flammenwurf. Vielleicht brennt die Abati. Hallöchen. Ah, Rebell ist, glaube ich, immer noch vom Typ Pflanze, weil Kämpferattacke sehr effektiv dagegen war. Oh, das macht ein bisschen viel, ne? Wait, der hat zweimal Bisasam gehabt. Ich rufe mal Migi nochmal zurück, weil die ganze Zeit Aquaknarre kommt. Komm, sei. Feuertyp kann es nicht sein. Das ist normal effektiv. Okay, das zieht jedenfalls schon mal wesentlich weniger ab. Es ist ein Flugtyp. Ich könnte Zahltag machen. Ich mache mal dreifach. Kick. Wow. Setzt da auch schon Zahltag ein. Ja, der möchte nicht mehr Geld geben, dann. Du musst reich werden hier. Na super, er leidet einen Treffer. Komm. Komm. Dreifach Kick. Easy. Bam. So, Tolga erreicht Level 18. Oh Mann. Und schippt eigentlich unser Ei. Botanist. Das sollte bald mal passieren. Botanist. Ich heb 164 Poké-Dollar auf. Übrigens, was wir damals immer so gerne gemacht haben, wir haben Bills PC genommen. Pokémon ablegen. Ah, stimmt, ja. Pokémon ja, ablegen. Und Pokémon ablegen. Und jetzt, meine Damen und Herren, Pokémon mitnehmen. Oh, hier sind sogar meine K.O.-Pokémon, so wie ich das sehe. Komm mal wieder mit, Porenta. Mensch, Frau, wir sind noch nicht ganz tot. Nee. Stimmt, das heilt die ja. Das heilt die. Brauche ich nicht zurück zum Pokémon Center. So. Ich kann mir ein Pokémon fangen, ne? So, ja, du kannst dir ein Pokémon fangen. Ich kann auch ein Pokémon fangen, übrigens. Eine Rasser. Komm, cool. Irgendwas Legendäres. Irgendwas Legendäres, dann werfe ich den Meisterball. Kometen! Oh, Kometen, nee. Komm. Ist nicht gut. René! René! Was kommt denn jetzt für ein Pokémon? Ein Visenior. Level 12. Gut, wir wechseln. Metallklauen daneben. Der hat auch noch mega hin. Komm, Metallklau. Ich hab Angst, ich möchte nicht killen, deswegen. Super. Komm, Radar, geh einfach diesen Ball. Psi-Kraft, Psi-Welle, bist du so ein Kadabra? Nein! Der hat auch noch Knochmar. Der hat Knochmarang und Kometenhieb. Oh mein Gott, ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Guck mal, meine Genauigkeit sinkt, aber ich werde jetzt erstmal versuchen, einen Pokéball zu werfen, bevor ich den Meisterball verschwende. Komm, wir haben ein Visenior gleich mit dem Pokéball. 1, 2, 3. Oh Gott. Kein Superzahn mehr. So predictable. Psi-Welle. Psi-Welle ist echt nervig. Das macht immer random Schaden. Wie man sehen konnte, hat es letztes Mal 23 Schadenspunkte gemacht. Und jetzt hat es einen Schadenspunkt gemacht. Was soll ich einsetzen da? Jetzt Zerschneider, Risikotechnik, Sternschuh-Überroller. Ich möchte ihn nicht besiegen. Komm, Risikotechnik, du weißt doch, welche Stärke die Attacken haben. Die Stärke ist so random bei den Attacken. Nein! Nein heißt, wo ist es K.O.? Nein, Razaf ist K.O. gegangen. Razaf ist K.O. gegangen. Das hatte Kometenhieb und Knochmarang. Ich gucke jetzt übrigens gerade nach, was ich, ja, das ist jetzt so etwas... Gut gewesen. Warte mal, wer will denn Razaf sein? Haben wir ein Ösimon schon vergeben? Razaf ist weg, Razaf ist weg. Haben wir Ösimon schon vergeben? Was? Ösimon als Name. Dann ist Visenior jetzt Ösimon. Doch, Ösimon. Okay, nice. Oh, das Razaf hätte ich so gern gehabt. Nein. Ösimon. Ich werde keinen neuen Pokémon mehr finden. Ösimon. Ösimon wurde auf Bills PC übertragen. Oh, das ist schlecht. Das ist denkbar schlecht, weil wir gerade in der Box sind, wo die Death-Counter auch drin sind. Und das ist denkbar schlecht, deswegen muss ich jetzt kurz mal doch bewegen.
entferne den Brief. Hast du jetzt mehr als 6 Pokémon? Oh, nee. Ach, das war die Geschichte. Ich merke mir jetzt einfach, dass Visenior kein Dings ist, weil den Brief, wenn ein Pokémon einen Brief trägt, kann ich ihn nicht auf die Box bewegen. Dann entferne den Brief. Nein, ist dann kriege ich aber keine TM mehr, die random ist. Und ich will die random TM. Okay. Gut. Flight Games hat das jetzt anerkannt. Was hast du gemeint? Der Nationalpark ist ein neues Areal. Wir kriegen hier noch einen Encounter. Ja, ich weiß. Erstmal kämpfe ich aber gegen diesen Feuerspucker, der garantiert keine Magma mehr hat. Oh, cool, Nidorino. LOL. Na, kann man eben, cool. Das ist bestimmt ein Eistyp oder so. Wir machen mal Metallklaue. Dead to Pity! Warum haben wir alle das? Hornattacke? Halt ne Ausdauer. Gut, dass du Ausdauer machst. Komm, kriegst du noch eine Metallklaue ab und dann fliehen wir, dann flüchten wir. Wow, Frauke ist schon Level 23. Nice. Tolga ist auch bald Level 20, dann kann ich endlich mal ein anderes Pokémon trainieren. Schon wieder Nebulak. Ah, gut. Jetzt finde ich den falschen. Geh doch rein, bitte, Nidorino. Woher wusste ich, dass die Attacke daneben geht? Oh, hallo Windhose. Eins, zwei, drei. Wir haben Nidorino mit Duplexi. Nice. Lol, warum hast du jetzt auf einmal das Pokémon mit der Multi-Attacke? Ja. Ja, Pro ich halt hier am Werk, ne? Wer möchte Nidorino sein? Gift. Gab's keinen. Musst einem egal nehmen. Nidorino ist kein hundeähnliches Pokémon. Okay, ich nehme egal. Er ist Mama! Oh, wer ist denn so giftig? Ich muss an Glibber denken, wenn ich an Gift denke, deswegen nenne ich Glibber. Herzlichen Glückwunsch. Lol. Ich habe ein Item auf dem PC. Übrigens sind die Items auf dem PC nicht random, ne? Die kriegt man auch wirklich so in der Reihenfolge. Okay. Elektro mit was mir jetzt gerade mal so einfällt. Könnt ihr auch mal hier langfahren, um die TM noch abzustauben. Duplexib ist immer noch ein Typ Drache und trifft 100. Also gut. Also der erste Versuch mit Duplexib war vielleicht nicht so gut, da habe ich das Mund einfach geopfert, aber ich gelobe Besserung. Diesmal werde ich selber nicht einfach so opfern. Machkago? Warte mal, Machkago weiß ich ja den Typ. Komm, Bericht. Achso, das ist ja Feuer. Das ist ja Feuer, dann kann ich ja Triplette machen. Moment, dann gehe ich auch mal die TM kurz holen. Nein! Das ist Flug. Das ist normal effektiv. Das. Ich merke mir das gar nicht. Doch, aber Makago wusste ich, weil Makago habe ich selbst im Team. Ja, gut, das stimmt. Natu. Cool. Also ich könnte gib mir mal das Natu rüber, damit ich zu Raikou tauschen kann. Ja, das wäre cool, aber... Geht nicht, ne? Nee, es passt leider nicht. Oh, natürlich tauchen im wilden Gras natürlich Tentacher auf. Ja, natürlich. Das ja, also, ich auch. Hast du nicht dieses viele Wasser hier drumherum gesehen? Ja, natürlich, also... So, was kommt denn noch? Wie kannst du die anderen haben, dass hier kein Wasser ist? Oh, ein Smogmog. Schmogmog. Hört sich wie Mythos of Gaming an. Mogmog. So, TM43. Ich weiß bloß nicht, was TM43 konkret ist. Duplexib. Es ist Turbodreher. Das klingt schlecht. Muss aber nicht schlecht sein. Genau. Hab's ja also Turbodreher. So. Nice. Ich guck mal. Garados. Ja, Stahl mit 140er Stärke. Das ist nicht schlecht, Alter. Tja, easy peasy lemon squeezy. Also wenn du die Hesatz wirklich, wirklich weghaben willst, dann... Sag mal, die gibt mir hier doch Flinkklaue, die alte Dame. Gib mir mal Flinkklaue. Finte? Bam. Auf Wiedersehen, Garados. Ja. Das arme Garados. Ah, nice, Kerl, kriegt direkt ein Level Up.
Aurora-Strahl. So, die Flinkklaue könnten wir mal geben. Wäre vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Ich gebe sie Migi. Aurora-Strahl von Stärke 75. Ja, why not, ne? Aber nicht so gut wie gucken, mein Turbo-Dreher. Spin, Spin. Ah, stimmt. Schädig war Stahlhart der das Spin. Das, ja. Oh, Kratzer von Stärke 100. Truthief. Diesen Kacke finde kacke. Nicht Schädig an sich. Schatz. Ich find's übrigens, Alter, bis ich mal rausgefunden habe, dass man hier so drüber fahren kann, hat's ewig gedauert. Oh, Ei. Mein Ei. Mein Ei schlüpft. Es ist ein, Wait, ein random Togepi. What? Ja, wer hätte das denn ahnen können? Warte. Will denn jemand hier ein... Will jemand ein Flugtyp sein? Ach, ich nenn's, ja, okay. Ich nenn's jetzt einfach Colin. Oder haben wir Colin schon? TM40 Baumwollsaat. Ja, hört sich doch ganz gut an. Was kann denn Colin so? Ah, nice. Haben wir Colin nicht schon? Egal, Colin egal. Ist ja es ist Elektrokampf und kann Kreuzhieb. Hat aber nichts zu heißen, dass es vom Typ, ja, 100er Stärke mit hoher Volltrefferquote. Kennt man, ne? Und entwickelt sich Colin? Durch Zuneigung. Oh Gott. Ja, die oh Gott. Vor allen Dingen, damals war das noch nicht so, dass wenn man rumläuft, dass die Zuneigung steigt. Oh nein, das wird nicht funktionieren. Das ist noch eine TM, warte. Ich muss ihn mal aufholen. Ich weiß ja gar nicht, wo du da bist. Du weißt gar nicht mehr, warum ich hier hinten überhaupt bin und wie ich da hinten reingekommen bin, ne? Wie du da hingekommen bist, weiß ich nicht. Nee, das... Ja, da ist so ein Typi mit einem Gameboy. Also, der hat irgendwie so eine Konsole in der Hand und da musst du hin. Cool. Ich habe okay. Eine Amnesie. Ich bin mit Gameboy. Nice. Und da das ist so ein Loch. Ich schon immer. Ja, das hat mich auch jahrelang beschäftigt, bis ich da mal dieses Loch gesehen habe. Zaun. Ja, Daniel hat so ein Problem mit Löchern. Bene hat Probleme mit Perversität. So. Das habt ihr ja nicht gehört. Natürlich. Also, das hast du jetzt reininterpretiert. Ja, das habe ich also, aber auch richtig reininterpretiert. Das kann auch sein, aber... Ja, also, richtig, bin, deswegen... Ich bin durchgefahren. Sprudel. Ich glaube... Nice, was zu trinken. Pass mal auf, ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich nehme von Tolga den EP-Teiler weg, tausche Tolga mit Colin, gebe Colin den EP-Teiler, weil auf Level 7 ganz eine schöne Attacke, nehme von Migi, ach Gott, meine Güte, baue ich hier die Items um, nehme von Migi die Link-Klaue, nee, die Flink-Klaue. Ah, TM6. 20 Phasenschuss, die TMs werden immer besser. Ja, ich merke schon, du holst hier nur Premium-Ware raus. The best ja, of the best, mein Freund. Ein Hyperball, schade. Nicht ganz der Meisterball. Boah, der war so nervig, seine Abra konnten Blitz. Ich kann mich noch ganz an diesen Typ erinnern. Wahrscheinlich hat er jetzt Simsala. Ja, der hätte die Dr. Bob. Hallo, Dr. Bob. Dr. Bob. Warum hat er Giflor? Warum haben alle Giflor? Ja, weil, sie haben mal den Ich mach mal einen Unlichtstahlflügel, obwohl eigentlich wär's gar nicht mal so doof. Ja, eigentlich wär's gar nicht mal so doof, Dreifachkick die ganze Zeit zu spammen. Oh, Schlitzer muss von viel Wasser sein. Ja, wunderbar. Das fängt ja mal wunderbar an. Dann tausche ich mal zu. Ich will meine Gedanken lesen. Wir sind wieder auf einer neuen Route, oder? Zumindest du. Also wir sind beide auf dieselben, deswegen. Warum muss das jetzt von Typ Wasser sein? Komm. Ja, genau. Geh mal hier mit deinem Schlitzer daneben. So. Geh mal daneben. Stachelsporen, nein! Haha. Colin erreicht Level 7. Colin erlernt Kraftreserve. Ja, toll. Welcher Typ hat Kraftreserve jetzt? Das war damals ja so ultra kompliziert, ne? Das kann ich dir selbst nicht beantworten, ne? Ja, hä? Können wir mal ausprobieren. Welche Stärke hat das denn? Nein, Die Stärke ist auch noch random, ne? Das weißt du auch.
Ja. Ja. Da fangen die Glücksspiele dann an mit Kraftreserve. Gott. Wie soll das denn... Oh, das gibt ein bisschen Kopfschmerzen. Oh, jetzt auch Matchbomben zu spät. Nein! Von des vom Typ Feuer! Und landet ein Volltreffer! Oh. Jawoll! Auch ein Feuertyp! Ah, nice, der war gleich. Gefroren! Nein! Ammonitas! Shit! Hydropumpe! Ich hab ein Problem. Feuerattacke, du hast, Oh, Tolga hat 7 KP. Oh. Ja, jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Bodeneis. Nein. Hubeluff. Alter, ich will jetzt kein Pokémon. Stahl. Alter, warum sind alle gegen Feuer anfällig? Ja, was brauchst du denn für so feueranfällige Teams? Hallo? Was kann ich dafür, wenn die so random Typen haben? Ja. Ja, und was soll ich jetzt machen? Das war natürlich alles geplant. Der Delegator auf seinem Ober und ich bin gepaart. Oh, das ist eigentlich total schade wegen Tolga, weil ich Tolga jetzt so lange trainiert habe. Ich kann doch jetzt nicht Tolga opfern, ich muss jetzt Jackie opfern. Nein, du kannst Colin opfern. Komm, mach Kraftreserve oder so. Du bist ein Arschloch, warum machst du Funds? Warum opferst du Jackie und nicht dann Togepi? Weil Jackie nur Level 6 ist und Togepi ist schon Level 8. Mein Togepi wird direkt mein Voll. Ich hab nichts gegen Paralyse. Hab ich Aprikoko? Nein. Vielleicht ist Omot einfach schneller. Keine Ahnung. Er hat Nachahmer. Oh, er hat jetzt auch Kratzer. Das ist ja keine Wirkung. Bitte. Wow. Geh drauf. Kratzer. Nein! Oh. Komm schon, Migi. Du machst das. Oh Mann, Daniel, nein! Ah. Oh Gott. Oh wei. Kratzer. Bam! Oh. Dieser Moment. Gott. Colin erreicht Level 9. Meine Fresse. Dr. Bob. Du blöder Dr. Bob. Warte mal. War das nicht einer aus dem Dschungelcamp? Gab's da auch nicht so einen Dr. Bob? Ich hab doch nicht das Dschungelcamp gesehen. Ja, aber ich meine, da schreibt mal in die Kommentare, wer das Dschungelcamp gesehen hat und ob es da nicht einen Dr. Bob gab. So, jetzt muss ich leider die Box wechseln. Und Smogon. Meine Counter. Kriegen auch hier einen Counter, oder? Ja, aber Leute, Okay. Wir verabschieden uns einmal ehrenhaft von dem lieben Papunga aka Jackie. Das vom Typ Käfer war und jetzt leider nicht mehr in unserem Team ist. Unfind. Aber. Das mit dem Spielstand überschreiben war schon damals so nervig gewesen. Warum muss das denn immer sein? Okay, ja, wegen den ganzen Bugs, aber. So, Makago ist kurz vorm K.O. gehen. Migi ist kurz vorm K.O. gehen. Und Frauke ist kurz vorm K.O. gehen. So. Dann nehmen wir jetzt die ganzen Pokémon wieder mit. Vor allen Dingen Wähle. Unten steht einfach Wähle. Aber natürlich Wähle. So. Wähle. Fangen wir mal an. Da gab es keine Wahlenthaltung. Wähle. Richtig. 1, 2, 3. Nein, Smogon. Warum? So. Und unser Accounter, meine Damen und Herren, ist ein. Übrigens gab es auf Kristall hier nur Pokémon Level 8, ne? Oder Level 6. Was? Level 6, ja, weil da drüben noch ein Grasfleck war auf der anderen Seite. Rizeros! Oh, das ist cool. Ja, da werfe ich auch direkt den Meisterball. Weil möchtest ich weiß, du das machen? Weil die Sache, oder weil die Sache so das mal reinhauen. Aber, egal. Fang. Soll ich Geschenk vom Typ Eis riskieren? Nein! Fang ihn. Ja, vom Typ Eis wäre egal. Wie soll ich Smogon benennen? Schon wieder ein Gifttyp. So. Kann ich Smogon behalten lassen, aber so ein Caps Smogon, so wie die Universität. Ja. Dann habe ich nämlich so einen kompetitiven Standard. Ja, ich habe jetzt erstmal einen Rizeros, dem ich einen Spitznamen gebe. Was war ein Rizeros nochmal für ein Typ? Oder was war ein Rihorn nochmal für ein Typ? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung.
Pflanze Flugs, Morgon mit Barriereblockstrahl. Das ist doof. Ich weiß nicht mehr, was Rihorn für ein Typ war. Ich nenne es jetzt einfach. Och, komm. Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ich nenne es jetzt Tom. Ganz kreativ. Tom. Für Tom Vögele. Ja. Nein, 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 für dich, Tom. Du, genau du, Tom, der gerade zusieht. Ja, natürlich, Tom. Das. Tom sieht definitiv zu. Habe ich auch. Guck mal, Tom kann Teleport. Ja, natürlich, Tom. Ah, ja, Tom. Rauchwolke. Warum? Warum kannst du so blöde Attacken, Tom? Steinbohr. Das ist Steinbohr? Ich kann Felshagel auf den Gegner vom Typ Elektro mit Stärke 6. Ich steinhagel, nicht. Ermöglicht die Flucht aus Kämpfen. Tom kann innerhin teleporten vom Typ Boden. Ach du Scheiße, der hat ja voll die Sichtweite. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Ich wollte eigentlich weglaufen, aber. Ich glaube, danach müssen wir leider schon wieder den Part beenden. Das geht alles sehr. Ja, aber die Sache ist, ich möchte vorher heilen, weil mein Ei kann jede Sekunde schlüpfen. Ich möchte, dass offscreen passiert. Achso. Ja, das wäre nicht doof. Triplette. Warte, wo ist der nächste PC? Ah, jawohl, nice. Endlich. Mal irgendein Statusproblem. Und dann direkt Statusproblem. Sehr schön. Ich glaube, Knuddeluff ist vom Typ normal, kann das sein? Nee, Knuddeluff ist vom Typ nicht sehr effektiv. Warte mal, nicht sehr effektiv? Ist das nicht dann irgendwie. Oreo! 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 Kann das auch noch erholen? Warte mal, das ist nicht effektiv. Wenn ich Hydro-Pumpe mache. Ah, das Spiel wird Ja, Speicher. Speicher, habe ich gesagt. Alle Mann, Knuddeluff schläft tief. Was ein Glück, kann das keine Schlafrede. Ich hätte mich so krank gelacht, hätte das jetzt noch Schlafrede gekommen. Daniel, du einmal rein und. Mokon, du einmal rein und. Clever, du einmal rein und. Clever. Fällt du einmal rein. Clever mal in der Box rum. Clever mal in der Box rum. Colin erreicht Level 10. Was? Raus aus der Box. Alle raus. Raus mit euch. Was macht ihr hier? So. Ja, was ist jetzt? Bist du noch mit dem Ei unterwegs? Soll ich noch gegen jemanden kämpfen? Ich hab das Ei noch. Aber ich weiß nicht, es schlüpft nicht. Also, ich weiß nicht. Sind denn Laute zu hören? Ich kann mal ein bisschen ich kann mal ranhören, also, Ei, was sagst du denn? Sind denn Laute bei dir zu hören? Es wird bald schlüpfen. Es sind schon Laute zu hören. Ja, gut, dann müsste es wirklich bald schlüpfen. Dann renn noch ein bisschen rum. Okay, wie laut ist es denn? Aber wir können es hier nicht wässern, weil wir haben noch. Stimmt, kriegen wir die Kanne nicht erst, wenn wir, Dings. Wenn wir die Arena. Ja, die Arenaleiterin besiegt haben, genau. Ah, schon wieder so ein so Smetbo. Ja. Sag mal, konnte Smetbo nicht Fund? War da nicht irgendwas? Ei, schlüpfe. Jetzt helf mir doch mal! Ich kann sein, dass er. Ja, stimmt, er konnte Fund. Nee, ach, Psyche konnte das. Ja gut, das soll mir relativ. Und ist doch alles dasselbe. Ja, solange es nur 4 KP abzieht, kann es mir relativ wurst sein. Togepi. Ich will ja nichts sagen, aber das Ei hoch. Ist. Ich glaube, das Ei ist wirklich random, ne? Und? Es ist wirklich random! Ich hab ein Lorblatt! Es ist random. Jetzt habe ich zwar ein Meganio und ein Lorblatt. Ich will ja nichts sagen, aber das ist. Guck mal, du überleg dir einfach mal, das ist doch total krank, ne? Es gibt 252 Pokémon und aus dem Ei, wo ein Togepi rausschlüpft, schlüpft random ein Togepi raus. Krass, das war wirklich random, habe ich nicht gedacht. Also. Wer will ein Lorblatt sein? Achso, ich könnte ja eigentlich. Ich bin doch voll blöd. Hier, Teleport. Wer möchte ein Lorblatt sein? Hast du eine Liste? Tata! Daniel, wer möchte ein Lorblatt sein? Pflanze, Jack mit 3A. Okay. Aber da wir cool sind, nehmen wir einen Jack mit 4A. Jack! So muss ich es aussprechen. Ah, nice. Warte, ich guck mal kurz, was er hat und dann kann man den Part beenden. Ja. Jack, Wasserboden, mit Megasauger. Megasauger hat man ja. Und was für eine Stärke hat Megasauger? Ja, komm. 50 Elektro. Ich habe jetzt gerade. Also Jack muss noch was lernen. Ich habe jetzt gerade 5 verstanden.
Nee, 50. Ah, 50, okay. Also 5 wäre ja schon extrem krass gewesen. Ja, 5 wäre mal wirklich krass gewesen. Wenn du da mal den Schaden brechen hättest, hättest du wahrscheinlich so tendenziell auf 0 herabgerundet oder so. Aber, und dann musst du dir vorstellen, dann kriegst du ja noch die Hälfte der KP gutgeschrieben. Das heißt, du kriegst von 0 die Hälfte gutgeschrieben. Ob da nicht das Spiel Probleme kriegt. Oh Gott. Ja. Gut, ich würde sagen, vielen Dank, liebe Bene hier an der Stelle, und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugesehen habt. Liken und pausieren nicht vergessen. Und Genau. Nächstes Mal werden wir gegen die Heulsuse Whitney aka Bianca spielen mit ihrem nicht vorhandenen Miltank. Es kann sehr lustig werden. Ich denke, es wird auch lustig werden. In dem Sinne, haut rein, meine Freunde des Pummeluniversums, und ciao. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Video hier. Hier habe ich übrigens 2 Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten. Zum Beispiel die Pokémon-Glitches auf der linken Seite und natürlich auf der rechten Seite meine Top 5 Listen, zum Beispiel mit Pokémon und lästige Attacken. Einfach mal draufklicken und ansehen, falls ihr es noch nicht getan habt. Viel Spaß mit den Videos.